ein kleines Vorwort, bevor der nächste Part beginnt. Was heißt Vorwort? Wir schreiben jetzt den 23. Dezember 2017. Die Uhr verrät mir, dass wir es jetzt kurz nach 7:30 in der Früh haben. Ich bin vor etwa einer halben Stunde durch die Tür von der Nachtschicht gekommen. Und der Moment könnte nicht passender sein, um mich der neuen Folge zu widmen. Ich bin total tiefenentspannt. Ich habe über die Feiertage frei. Und darum geht es auch. Und ich möchte dies ganz am Anfang setzen, bevor der eigentliche Part beginnt. Ich wollte euch für die kommenden Tage ein ganz besinnliches Fest wünschen. Ich hoffe, im Kreise eurer Familie, im Kreise eurer Liebsten, genießt es so ausgiebig, wie es euch möglich ist. Und besinnt euch auch auf die kleinen Dinge, die das Leben so weit wie möglich bereichern. Also heißt, euch bereichern. Und dies ist nicht nur für alle Weihnachtsliebhaber gedacht. Ich habe natürlich auch eine Frage, denn der kommende Part von The Longest Journey nimmt total an Fahrt auf. Ihr werdet sehen, was alles passieren wird und diese ganzen Twists, ich will ja gar nicht so viel verraten. Meine Frage besteht darin, denn wir werden uns natürlich, bevor das neue Jahr anbricht, nochmals wiedersehen hier auf meinem Kanal, mit welchem Spiel ich das Jahr 2017 ausklingen lassen soll. Wollt ihr einen weiteren Part von The Longest Journey sehen oder soll ich mich lieber Siberia zuwenden? Ja, ich möchte, dass ihr mir einfach diese Entscheidung abnehmt, wenn möglich. Ich kann euch nämlich nicht versprechen, dass ich zwei Parts vor dem neuen Jahr schaffe. Über die Feiertage bin ich erst einmal weg, flüchte aus der Hauptstadt und bewege mich in die gemütliche Heimat, die ja um einiges kleiner und ruhiger ist, und bin dann kurz vor Silvester wieder zurück und bin der festen Überzeugung, dass ich nur noch ein Part für euch bereithalten kann. Aber wie schon erwähnt, schreibt mir einfach in den Kommentarbereich, welches Spiel ich lieber verfolgen soll, was euch jetzt mehr interessieren würde. Und in diesem Sinne, habt euch wohl, lasst eure Seelen baumeln und genießt die kommenden Feiertage. Frohe Weihnachten, ihr Lieben. Los geht's! Der Stein ist wieder zusammengefügt, Windbringer. Und die Alatia und die Merum werden wieder als ein Volk leben. Die Merum und die Alatia sind auf dem besten Wege, eine dauerhafte Einheit zu bilden. Hoffentlich gedeihen beide Völker jetzt. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen stolz, dass ich ihnen helfen konnte. Es war gar nicht so einfach, sie zusammenzubringen. Ich muss als nächstes den schlafenden Gott der Merum aufsuchen. Leider konnten mir die Alatia nicht so viel verraten, wie erhofft, aber wenigstens habe ich einen weiteren Stein bekommen. Insgesamt besitze ich jetzt zwei und ich bin mir sicher, dass der Gott, der Draken, mir ein paar Antworten geben kann und ich finde, die habe ich verdient. Ding will Weile, so heißt es doch so schön. Und ich habe auch gar kein Zeitmesser bei mir, um zu schauen, wie lange der Part sich entwickeln könnte. Aber eigentlich sollte dies auch nicht von Interesse sein. Denn ich denke, dass der jetzige Moment total episch werden wird. Und ich bin einfach nur gespannt auf die kommende Begegnung. Denn wir werden das allererste Mal in Anführungsstrichen auf einen der wundersamen, berühmt-berüchtigten Drakens treffen. Ich glaube, ich hatte schon mal in der Vergangenheit erwähnt, dass wir im Eigentlichen schon mal auf einen getroffen sind. Und zwar auf die Mutter. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt. Ich bin die Mutter dessen, was heute besteht.
Nun stellt sich natürlich die Frage, ob dieser Traum wirklich nur eine Traumsequenz war. Denn laut Cortez wissen wir, dass auch Träume der Realität entsprechen. Aber April ist überzeugt, dass es sich hierbei wohl um die erste Begegnung mit einem Draken handeln wird. Aber erstmal müssen wir wahrscheinlich in diese Höhle gelangen. Das wird so episch. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, also los Leute, warten wir nicht länger. Auf geht's. Der Sand verdeckt etwas. Wahrscheinlich den Zugang zu diesem Felsen oder zu dieser Höhle. Was für ein merkwürdiger Stein. Er sieht nicht natürlich aus. Ui, handelt es sich hier etwa um den Kopf des Draken? Schneller, April. Es fühlt sich eher wie eine Muschel als wie ein Stein an. Ich glaube, es lebt. Oh Gott, ich wusste es. Und wo ist sein Auge? Hier etwa? Dann sollten wir vielleicht den Sand beiseite tun und dann... Oh Gott, wenn dies wirklich der Kopf des Draken ist. Ist das dein Auge? Hallo? Eine Art organischer Sensor. Können wir den stimulieren? Es ist weich und schwammig. Ich hoffe, das hat dir nicht wehgetan. Also, solltest du lebendig sein, dann tut's mir leid. Hallo? Ist da jemand? Gespenstisch. Ich glaube, das soll eine Einladung sein. Müssten wir etwa hier hindurchschwimmen? Ja, natürlich. Betreten wir jetzt etwa eine Parallelwelt? Wow. Hier drinnen gibt es Luft. Und es ist trocken. Ich schwöre, ich werde nie wieder baden. Dieser Drache ist riesig. Wir stehen direkt vor seinem Auge, April. Siehst du das denn nicht? Na gut, vielleicht aus dieser direkten Nähe ist es ein bisschen schwierig zu erkennen, aber ich aus der Ferne kann es sehr wohl erkennen und ihr bestimmt auch, Leute. Hier, das ist doch die Form eines Auges. Und hier sind sogar die Wimpern des alten Drachen zu sehen. Handelt es sich hierbei um den ältesten Draken? Auf jeden Fall stehen wir vor dem Gott, der aus dem Himmel ins Meer gefallen ist. Und er sollte die Prophezeiung endgültig erfüllen. Das sieht nicht wie ein natürlicher Vorsprung aus. Es ist zu groß und rund. Und lebendig ist es auch noch. Ich kenne dich. Ich hab's euch doch gesagt. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich weiß, was du bist. Ach ja? Du weißt es? Ja, ja. Was willst du hier? Ich möchte nicht gestört werden. Ich wünsche, dass man mich allein lässt. Ich will bis zum Tag des Aufstiegs ruhen. Aber dieser Tag ist angebrochen, alter Gott. Es tut mir leid, wenn ich dich störe, aber ich brauche ein paar Antworten. Jeder braucht Antworten. Jeder hat Fragen. Ich bin kein Orakel. Ich kann nicht all deine Fragen beantworten. Aber vielleicht ein paar davon. Ich erwarte ja keine Antwort auf alle Fragen. Aber ich hatte gehofft, du könntest mir wenigstens ein paar beantworten. Dann frag und geh wieder. Nicht so schnell, alter Gott. Wie jetzt? Was bin ich? April will natürlich Näheres über ihre Bestimmung wissen. Und er weiß ja ganz genau, wer wir sind, dieser alte Gott. Ja, schade, dass es hier unten keinen Kaffee gibt, der dich zum Aufwecken stimuliert.
Leider wirst du nicht weiter ruhen können, das kann ich dir schon mal im Vorhinein versprechen. Wie gesagt, der Tag des Aufbruches steht vor deiner Tür. Also, was sind wir? Sind wir wirklich, was ich immer noch nicht glaube, ich bestreite es, der neue Hüter? Nein, das sind wir nicht. Was bin ich? Was meinst du damit? Bitte keine Gegenfragen. Du sagst, du weißt, was ich bin. Was bin ich? Du weißt es nicht? Dann darf nicht ich es sein, der dich über deine Herkunft aufklärt. Du musst es selbst entdecken. Wie aufklärerisch. Hör zu, ich bin müde. Ich bin nass. Ich bin auf dem Meeresgrund und atme mit Hilfe eines Polypen, der in meiner Luftröhre steckt. Also hör einfach mit dem philosophischen Kram über meine Selbstfindung auf und beantworte meine Frage. Bitte. Deine Frage wurde schon beantwortet. Das ist alles, was ich dir sagen kann. Deine Reise hat mit einer Antwort begonnen. Doch erst jetzt kennst du die Frage. Das ist nicht besonders hilfreich, aber dennoch danke ich dir. Ich habe so eine Ahnung. Soll ich es noch mal kurz einspielen oder wäre das zu viel verraten? Aber es ist ja nur eine Ahnung. Ist ja kein Spoiler-Alert oder so. Du bist es. Du bist gekommen. Du kennst mich? April. Tochter. Ich habe dich erwartet. Tochter? Erwartet? Warum? Weil es hier beginnt. Mit dir. Wie jedes Mal. April, denk nach, denk nach. Wir stehen direkt vor dem Drachenauge. April, eindeutig. Ich suche ein Juwel, das man das Drachenauge nennt. Ja, ich habe ein solches Juwel. Dann her damit. Ich will ja nicht gierig sein. Ich glaube, das ist es. Nimm es. Bist du dir sicher? Nimm es. Es gehört nun dir. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Es ist Teil deines Schicksals. Ist gut. Sag mir, wenn es weh tut. Wie einfühlsam, April. Und mit welchem Nachdruck, ja, er uns dieses Juwel vermacht. Und diese Frage, die brauchst du eigentlich gar nicht stellen, weil du weißt es doch. Du wurdest doch von den Alarziern aufgeklärt, von der Erzählerin. Aber gut, fragen wir nochmal, vielleicht kannst du uns Neues offenbaren, alter Drache. Was ist der Tag des Aufstiegs? Der Tag, an dem die Kinn nach Hause zurückkehren. Wenn mein Volk zu mir kommt und wir gemeinsam zu den Sternen aufsteigen, um zu unserer Wiege zurückzukehren. Das ist der Tag des Aufstiegs. Also kehrt ihr dorthin zurück, wo auch immer ihr herstammt? So ist es. Das werden wir am Ende, wenn alles bereit ist. Wenn was bereit ist? Ich werde diese Frage nicht beantworten. Du brauchst es nicht zu wissen.
Ich muss wissen, wo ich das Portal zum Reich des Hüters finden kann. Deshalb kommst du zu mir? Die paar Leute, die mir etwas erzählen konnten, meinten, du bist der Einzige, der überhaupt etwas wissen würde. Ich weiß. Damals, als die Erde geteilt wurde, hat man eine Tür offen gelassen, wo der Turm erbaut worden war. Aber sie hat sich doch bewegt, oder etwa nicht? Die Stelle, an der Stark und Arcadia erschaffen wurden, hat sich woanders hin bewegt. In den Himmel. Zwischen die Sterne. Aber wo? Ich wusste, dass du kommen würdest. Deine Reise war nicht gerade die leiseste. Selbst hier unten konnte ich dich hören. Ja, wir haben für ganz schön Wirbel gesorgt, das stimmt. Ich spreche mit dem dunklen Volk. Demerum. Sie sind meine Boten. Sie haben eine Karte für dich vorbereitet. Mit dem Eingang, den du suchst. Jetzt wird's interessant. Du hast gewusst, dass ich komme? Und warum? Es ist eine blöde Frage, aber warum hast du das dunkle Volk nicht schon viel früher zu mir geschickt? Das hätte mir viel Zeit und Mühe erspart. Fürchtest du dich vor der Zeit? Und der Mühe? Sollten wir? Nein, aber hier geht es ums Prinzip, oder nicht? Nein. Nein, darum geht es nicht. Du musstest die Prophezeiung erfüllen. Du hattest eine Aufgabe. Die Wiedervereinigung meiner Kinder zur Vorbereitung. Und das haben wir getan. Das war sehr wichtig. Und dafür danke ich dir. Und jetzt möchte ich schlafen. Halt, warte. Du hast eine Karte erwähnt. Das dunkle Volk hat sie. Sie werden dich treffen. Aber wo? Ich werde dich zu ihnen bringen. Das wird ja immer aufregender. Was, jetzt? Ja. Halte dich fest. Schaut euch das an. Wie majestätisch. Der uralte Drache, der schlafende Gott der Merum, war genauso ausweichend und begriffsstutzig wie die meisten Wesen, die ich letzte Woche kennengelernt habe.
und ich habe einige davon kennenlernen dürfen. Dafür hat er mir aber einen der vier Edelsteine gegeben, die auf die Steinscheibe gehören. Und er bringt mich zum dunklen Volk, von dem ich eine Sternkarte bekommen soll. Darauf soll der Eingang zum Reich des Hüters verzeichnet sein. Wie um alles in der Welt soll ich ins Weltall kommen? Aber das überlege ich mir später. Jetzt spukt mir im Kopf herum, was der Drache über mich gesagt hat. Wer bin ich? Er meinte, meine Reise hat mit einer Antwort begonnen und erst jetzt kenne ich die Frage dazu. Was meint er nur? Mir ist, als läge des Rätsels Lösung zum Greifen nahe. Irgendetwas übersehe ich nur. Ziemlich frustrierend. Ich habe doch gesagt, dieser Part wird total, also episch. Jetzt sind wir beim dunklen Volk. Ich habe immer noch gedacht, es wären die Merum. Sie müssten auch noch einen Teil der Scheibe haben. So schaut es aus. Es ist nicht nur der Tag des Aufbruches, sondern auch der Wiedergeburt, der Vereinigung. Alles zusammen kulminiert in ein großes Ganzes. Langsam fügt sich alles zusammen. Wer seid ihr? Wer bist du? Wozu dieser Nebel? Sind wir jetzt in einer Art Zwischenwelt? Nicht ohne überlegt zu haben, wohin ich laufe. Wie jetzt? Habt ihr gerade gemerkt, ich muss nochmal gucken. Das Schiff? Wir befinden uns auf einem Schiff. Also der Untertitel war gerade ganz anders als das Gesprochene. Ich sollte noch einen Blick auf die Karte werfen. Verstehe. Nein, wir unterhalten uns erstmal mit dir. Wir scheinen uns also auf einem Schiff zu befinden, auf dem Schiff des dunklen Volkes. Das wird immer interessanter. Ich kann das Gesicht nicht erkennen. Aber ich glaube, es ist ein Mann. Ein großer Mann im dunklen Umhang. Er gehört zum dunklen Volk, wer auch immer sie sein mögen. Und ich bin immer aufgeregter. Entschuldigt, dass ich das immer wieder erwähnen muss. Danke, dass du mich an Bord gelassen hast. Wer bist du? Oh, ich krieg Gänsehaut. Ich dachte... Ich meine, hat der alte Drache nicht... Na gut, ich bin April Ryan, aus Stark. Und ich nehme an, du gehörst zum dunklen Volk. Aber wer bist du? Ich bin nur eine Studentin, niemand Besonderes. Du bist etwas Besonderes. Wer bist du? Ei? Bin ich nicht. Ich bin nur... Ich bin der Windbringer. Ich bin der Wasserzähmer. Ich bin April Bandu Embata von den Bandu und der Kangangla der Venar. Ich bin eine Reisende. Eines Tages werde ich der 13. Hüter, der Bewahrer des Gleichgewichts sein. Ich heiße April Ryan. Das bin ich. Ja, das bist du. Du bist eine Woge. Und hiermit, oh, hallo, noch ein zweiter, also hiermit nochmal dicken Zwinker an Lan 4. Ja, da haben wir es. April hat gerade ihre ganzen Titel dahin geworfen, ihm vor die Füße geworfen quasi. Eigentlich wollte ich das nochmal irgendwann verbauen. April, du bist mir einfach zuvor gekommen. Aber das hat mir auch ein wenig Arbeit erspart, aber vielleicht können wir den Titel noch ein wenig erweitern. Zurück zum Eigentlichen. Das ganze Design des Schiffes, wenn es eines ist, es erinnert mich so an Lovecraft und seine düsteren Geschichten. Oder hat vielleicht auch etwas von Giga, dem Künstler, der das Alien designt hat. Findet ihr nicht? Ja, wieso sind wir eine Woge? Ja, eine Woge des Gleichgewichts, also im übertragenen Sinne. Und ich kriege ganz viel Gänsehaut. Wirklich durch das Setting, durch diesen dunklen Herren hier. Wieso bin ich eine Woge? Du hast eine Aufgabe. Du spielst eine wichtige Rolle im Universum. Eine Woge ist jemand, der Leute und Ereignisse vorantreibt, auf die Veränderung und Zukunft hin. Und das tue ich? Du bist eine Woge. Wo du auftauchst, breiten sich kleine Wellen aus und ziehen immer größere, weitere Kreise. Sie pflanzen sich immer weiter fort. Die Welten werden durch deine Reise verändert. Du erzählst mir, dass alles, was ich tue, das Universum verändert? Du kannst dem nicht entfliehen. Du bist eine Woge. Ach, wie
bildhaft er das ausdrückt. Wir sind also eine Woge. Das gefällt mir schon eher. Also eher als der 13. Hüter irgendwann künftig zu sein. Ja, sollten wir... Stimmt, ihr habt eine Karte für uns. Und mit dieser Karte sollten wir das Reich des Hüters auffinden können. Der alte Drache, der Blaue der Drakkin, erzählte mir, dass ihr eine Karte für mich habt. Eine Sternenkarte, ja. Sie wurde für dich in unserer Bibliothek angefertigt. Ich habe sie bei mir und jetzt gehört sie dir. Gib gut darauf Acht. Es ist die einzige. Das werden wir. Ich suche einen uralten Stein, den euch die Wächter, die Väter anvertraut haben. Du bist wegen des Steins hier. Natürlich haben wir den Stein dabei. Unser Schiff wäre nie ausgewählt worden, um dich zu treffen, wenn es nicht um den Stein ginge, den wir bei uns haben. Jeder wartet nur, dass ich auftauche, damit er mir seine Sachen geben kann. Wer hätte gedacht, dass Abenteuer so einfach sein können? Es wird nicht immer so einfach sein. Das kann ich dir versichern. Aber hier ist unser Stein. Wir vertrauen ihn dir an, wie er uns einst von den Vätern anvertraut wurde. Aber wer seid ihr und wo kommt ihr her? Kann euer Schiff mich nach Makuria zurückbringen? Wäre das zu viel verlangt? Wir werden dich nach Makuria bringen. Es wird die ganze Nacht dauern. Aber bei Tagesanbruch sind wir dort. Das ist prima. Vielen Dank. Du kannst hier übernachten. Schlaf ein wenig, während wir fahren. Das Feuer wird dich warm halten. Aber geh nicht zu weit weg. Meine Brüder mögen keine Fremden. Ich werde es nicht vergessen. Ich bleib einfach hier. Schlaf gut. Was hat das zu bedeuten, sie mögen keine Fremden? Kapitel 9. Schatten. Wie viele seltsame Völker gibt es eigentlich in Acadia? Auf jede, im allerweitesten Sinne, normale Person, der ich begegne, kommen 5 bis 6 umständliche, verschrobene Wesen, die betont langsam sprechen und Dinge sagen wie: Wer bist du? Oder: Ich sehe deinen Weg, April. Es wird nicht leicht. Von der Bestimmung ganz zu schweigen. Leute, entspannt euch doch mal, trinkt eine Tasse Tee und lasst es einfach ruhig angehen. Der Tag scheint angebrochen zu sein. Schade, dass wir den Tag des Aufbruches nicht erleben werden. Hast du gut geschlafen? Ein wenig. Sehr bequem, danke. Wo sind wir? Im Hafen von Makuria. Aber es sind ja kaum Schiffe hier. Ich weiß nicht warum. Wir setzen dich hier ab. Wir müssen weiter. Trag deine Woge in die Zukunft, April. Was auch immer damit gemeint ist, ich werde es versuchen. Das hört sich gar nicht gut an. Keine Schiffe? Oh nein. Wohin sind all die Schiffe verschwunden? Sind sie weg? Das ist kein gutes Zeichen. Die Stadt sieht sehr still und verlassen aus. Und der Himmel? Das sind keine gewöhnlichen Wolken. Sie sehen mehr wie Rauch aus. Was ist hier los? Oh nein. Und nicht einmal das Wasser bewegt sich, als wäre die Zeit stehen geblieben. Warum liegt die Stadt so düster und verlassen da? Was ist hier passiert? Was ist hier los?
Oh, naja, glücklicherweise ist Captain Abbeway nicht vor Ort, weil sonst könnten wir was erleben, aber nichts bewegt sich, nicht mal das Leuchtfeuer. Versuchen wir herauszufinden, was passiert ist. Ich kenne das Geräusch. Oh nein, das Chaos. Das Chaos. April, sei vorsichtig. Ich kenne diesen Strudel. Ja, natürlich. Ein Portal. Cortez muss mich gefunden haben und gerade noch rechtzeitig. Thank you.